Servus, grüßt euch miteinander, da ist der Markus mit einem neuen Video. Ja, ich möchte heute über einen Ausrüstungsgegenstand reden. Und zwar geht es um die Axt, das ist die Fiskars Norden N7. Das ist so eine kleine, ja, fast ein Beil, so geht es einmal, so eine Mischung. Und warum ich jetzt da ein Video mache, ganz einfach, ich habe mir die mal eingebaut. Ich habe mehrere Äxte von günstig bis teuer, von Hand geschmiedet bis Industrieware. Und ich bin überrascht, ja, von der Leistung. Ich hätte jetzt nicht erwartet, darum möchte ich darüber reden. Und zwar, die Axt kostet ungefähr 60 Euro, wenn man ein bisschen schaut. Und ja, erst einmal zum Aufbau von dem Ding. Das Teil hat einen Holzstiel bis daher und oben ist dann so Fiberglas, wie man es halt von den Industriefiskars kennt. Und ja, oben halt den typischen trapezförmigen Kopf. Ja, jetzt muss ich mich mal umhocken, sonst schlaft mir der Fuß. So. Ja, das Ganze oben ist Fiskars typisch fest miteinander verbunden. Also da fängt einmal der Achskopf nicht das Wackeln an oder so, gibt es da nicht. Ja, und unten, wie man sieht, ist er schön. Ja, geht ein bisschen so wie ein Schwalbenschwanz über, nennt man das bei den Messer, um einfach da nicht abzurutschen. Ich habe mir da noch eine kleine Kordel durchgemacht, dass es irgendwo hinhängen kann. Kleiner Sicherheitstipp, nicht da reinschlupfen, weil wenn die Axt auskommt, dann macht es Pendel und dann habt ihr die unter Umständen in der Kniescheibe drin oder an noch wichtigere Sachen. Ja. Mit dabei ist dann auch noch so eine Scheide oder so ein Schneidenschutz, sage ich jetzt einfach einmal. Der ist Leder, fühlt sich aber jetzt nicht an wie Leder, also nicht so eine typische Lederscheiden, aber es reicht aus, damit man jetzt da nicht einen Rucksack kaputt schneidet oder sonstiges. Ja. Robustheit kann ich wirklich sagen, hält einen Haffer aus. Schön verarbeitet, für den Preis kann man schon mal nichts sagen. Optisch finde ich es auch ganz gelungen, wenn man jetzt den noch einölt, dass er vielleicht noch ein bisschen nachdunkelt oder einfach dreckert wird, gescheit. Ja, durch das, dass ich da halt mehrere Äxte habe, dauert das bei mir ein bisschen länger. Finde ich super. Ja, die Warnhinweise hinten sind jetzt nicht so schön für unser Hobby, aber man muss halt drauf bei sowas. Ja, warum bin ich jetzt da so begeistert von dem Ding? Ganz einfach, sie hat ein gutes Gewicht, ein gutes Kopfgewicht und sie ist schnell. Also Schnelligkeit heißt, ich hau irgendwo rein und ich brauche ja Kraft, um die wieder zurück zu bewegen. Und je dynamischer so eine Axt gestaltet ist, von der Form, von der Grifflänge, vom Gewicht her, umso schneller ist man halt beim Arbeiten. Ja. Ja, mit dem 5-Kilo-Vorschlag holt man natürlich in der Sekunde nur, ja, oder auch nicht mehrmals in der Sekunde aus, sagen wir es so. Ja. Die Schnitthaltigkeit ist ganz gut. Sie ist jetzt nicht so wie jetzt so eine Carbonstahl-Axt, die wo halt ja, rasiert, aber ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal nachgeschliffen, ich habe auch schon meinen Boden reingehauen, kleine Matzen drin gehabt, mit so einem Schleifstein geht das richtig gut. Ja. Ich kann die Axt eigentlich empfehlen für Leute, die wo, sag ich mal, nicht zu viel Geld ausgeben wollen für Axt, aber dennoch einen verlässlichen Begleiter suchen. Ich habe keine Kooperation mit denen, ich mag es einfach bloß erwähnen, weil ich halt so positiv überrascht bin von dem Ding. Ja, optisch gefällt es mir auch ganz gut, so eine handgeschmiedete ist natürlich nur mal ein bisschen Augenschmaus, aber ich finde das eine gute Kombi zwischen Hightech und ja, ein bisschen rustikaler Optik. Die ist ungefähr ja, so 35 cm lang, gibt es auch noch verschiedene Ausführungen, aber die N7 finde ich jetzt für unser Hobby gut, damit lasst sie Holz spalten, Äste abhauen, einmal irgendwelche Sachen im Boden reinhauen, irgendwelche Pfähle oder so. Ja, hinten hätte man es noch ein bisschen glatter schleifen können, da ist halt bloß vom Guss so, ja, noch ein wenig rund. Wenn das richtig schön gerade war, dann kann man halt ja, noch besser irgendwo Pfähle reinhauen, besonders kleine, wo man vielleicht einmal abrutscht. Ja, wenn man mag, kann man sich auch da, ich hoffe man sieht es, mit der Feile noch eine kleine Kante hier feilen, weil dann kann ich so halten und mit dem Feuerstahl abziehen. Dann kann ich die Axt auch ja, zum Benutzen oder zum Zünden vom Feuerstahl hernehmen. Ja, das soll es schon gewesen sein zu der Axt, wollte ich bloß einmal erwähnen. Soll ja nur ein Erfahrungswert sein, wenn ihr einmal eine Axt sucht in dem Preissegment
50 bis 70 Euro, sagen wir es mal so, die schwankt immer ein bisschen, dann ja, seid mit der auf jeden Fall gut bedient, kauft kein Klump und ja, das war's, macht es gut, bis zum nächsten Video.